kriegen wir schon hin. Ich hätte aber schon mal gerne Lust zu schießen mit den Dingen, ey. Alter! Was geil, los? Nerv nicht. Wer? Skype. Warum? Ach, Skype! Achso. Die ganze Zeit am Bimmeln, ey. So, ich muss mal leider mal wieder Richtung Küste. Kann schon sein, dass ich schon auf Höhe des Krankenhauses bin. Weiß ich auch nicht direkt. Ja, bist du nicht schon in Cherno? Oh, Zombie. Ja, kann sein, dass ich auf Höhe. Also, ich bin über Cherno, glaube ich. Über Cherno im Wald, oder? Über Cherno im Wald, glaube ich. Achso. Gott! Schon wieder Dutzende Zombies hinter mir. Man kann der Typ sich nicht zusammenreißen und einfach aufstehen. Also du kriegst jetzt auch rum oder liegst du da einfach nur? Rieche jetzt, nach Cherno. Das ist gut. So in Richtung von Cherno. Ich werde nie im Leben nach Cherno kommen mit dem Krieg auf dem Umfeld. Klar. Haben schon ganz andere Leute geschafft. Aber es ist total langweilig. Das stimmt. Ich bin jetzt gleich erstmal eine Stadt vor Cherno. Ach fuck, ich hätte mir eine leere Dose mitnehmen sollen. Was denn? Fürs Krankenhaus. Man muss um ins Krankenhaus reinzukommen, braucht man irgendwas, muss man entweder die Scheibe davor aufschießen oder du musst was reinschmeißen. Aber ich habe jetzt nichts zum Schmeißen. Ja, wie wäre es einfach mit Axt dagegen? Geht nicht. Geht nicht. Geht echt nicht, du musst entweder schießen oder. Ja, dann werf irgendwas anderes. Was soll ich denn werfen, ey? Meine Mütze oder was? Ja, sicher. Ja, irgendwas hast du doch. Irgendwas lässt sich doch da finden, ey. Ich weiß nicht, ob das mit Bengalos geht. Bengalos hätte ich sonst, aber. Was sind denn Bengalos? Bengalos? Bengalfeuer? Die Fußballstadion und die Dinge? Ach so. Ja, direkt mit Knicklicht werfen hier. Ja. Ich habe viel zu viele Zombies hinter mir. Es geht mir voll auf dem Nerv. Ich habe gar keine Zombie-Probleme. Ja, wo war das wohl liegt? Django! Django wurde getötet. Django! Und du bist stumm wie das Ding, Django, yeah! Ach ja. Erzähl mal was, Tim. Ich habe hier ein Werbeplakat von einem Typen. Okay. Zwei Zombies, na komm, die kriege ich ja wohl. Alter, der Zombie ist genau neben mir. Piss dich und guck mich nicht an, wenn du auf mich zuläufst, ich knall dich ab, mein Freund. Ich will überleben und du bist nicht Teil des Plans zum Überleben. Zum Glück kann ich schneller kriechen, als der Zombie geht. Ich habe eine Dose Bohnen und Würste dabei. Ja, siehst du, frisst du die Bohnen jetzt oder wirfst du die leere Scheiße dagegen ins Fenster? Und eine Coca-Cola habe ich auch. Na, die Zombies haben sich gelohnt. Ja, siehst du, bei dir läuft. Ich habe auf jeden Fall dickes Proviant am Start. Davon können wir auf jeden Fall lange leben. Ja, sofern uns keiner in den Rücken schießt. Ja, diesmal schieße ich zurück. Wenn wir uns dann getroffen haben, dann suchen wir ein Auto. Ja, auf jeden Fall. Wo finden wir denn ein Auto am ehesten? Ich weiß es nicht. Ich muss auf die Karte gucken. Ich weiß es jetzt hier aus dem Kopf nicht mehr. Ich weiß, ich kenne eine Stelle, das ist auf jeden Fall immer ein Auto, weil da keiner hinläuft eigentlich. Weil das sau die lahme Stelle ist und sau die langweilige Ecke von der Karte. Aber die ist ganz weit weg, die Ecke von uns, oder? Geht eigentlich, also ein bisschen laufen muss man schon, aber gibt Schlimmeres. Was ist für dich ein bisschen laufen? Ja, ein bisschen laufen, also 10 Minuten, Viertelstunde bist du schon unterwegs.
Okay. So, nächsten Zombie kalt gemacht. Das ist jetzt, mutierst du langsam zu einem wie mir. Auch nicht schlecht, oder? Ja. So ein jetzt wo ich Verbandzeug hab, geht's. Also. Ich hab bloß keinen Bock, wenn ich kein Verbandzeug hab und mich dann Zombie doof trifft, ich einfach zu Blute. Blute? Zu Blute, ey, dann bin ich voll tot, ey. Dann bin ich voll tot. Oh, eine Winchester, geil. Oh, dann bin ich tot. Eine Winchester. Das sieht eigentlich nicht so lustig aus wie Alphons. Dout? Coach. Warum machst du das nicht hin? Ich habe eine Double Barrel Shotgun. Aber die lasse ich liegen. Ich laufe lieber mit der Axt rum. Ja, mit der Axt macht es irgendwie am meisten Spaß. Naja, ist halt. Ich will nicht in der Stadt jetzt doof rumschießen, wenn da doch mal ein Zombie kommt. Ja, in der Stadt wäre es glaube ich nicht so dolle. Ich glaube, ich muss gleich mal auf die Karte gucken, wo das Krankenhaus genau war. Du kriegst immer noch Richtung Cerno? Ja. Drück eigentlich nur wie Vetast. Es gibt eine Internetseite mit einer DZ-Karte. Google da mal. Google die mal. Was? Es gibt eine Internetseite, da gibt es eine DZ-Karte mit allem Zeug, wo du was findest und so. Soll ich googeln? Es gibt eine DZ-Karte, die. Ja, ich zeig's in der Aufnahmepause mal. DZ. DB. Mach mal einfach mal DZ-DB. DB. DZ-DB. Dann gibt okay. Die Internetseite heißt auch richtig so, die müsstest du gleich als erstes auftauchen. DZ-DB. DZ-Map. Ja, und dann gehst du einfach auf Map. Und dann. Fernerus, ne? Jo. Okay, okay, hello, hello, okay, das Elektro. Da bin ich jetzt gerade in Balota. Da ist auf jeden Fall ein Autozeichen. Was soll ich da jetzt? Also es gibt. Wo bist du denn jetzt genau, Sinne? Cerno, Kirche, am Eingang von Cerno. Sag mal einfach mal, was in der Nähe vom Krankenhaus ist, was da so rumläuft. In der Nähe vom Krankenhaus. Also da, also du bist jetzt. Du müsstest jetzt. Ich will nur kurz wissen, wo das Krankenhaus. Ich bin mir nicht mehr jetzt ganz genau sicher, wo das Krankenhaus war. Das muss ich nur kurz. Will ich verarschen? Krankenhaus ist so. Wird auch schon wieder auf mich geschossen, ich hab die Schnauze voll. Kann ich ganz schlicht erklären. Ich muss jetzt kurz weg, wo die Scheiße. Nee, nur gucken, was da in der Nähe ist. Nur irgendwelche Gebäude, die da in der Nähe sind. Auf mich wird geschossen schon wieder, ey. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude sein soll. Also es sieht aus wie ein Tankstellenzeichen. Ja, es ist ein Tankstellenzeichen. Auf mich wird schon wieder geschossen. Ich komm gleich wieder. Jo. Ja, wunderschön. Ich liebe es, wenn auf mich geschossen wird. Ich liebe es. So, den hätten wir auch erledigt. Eine größere Tasche haben wir jetzt, einen großen Rucksack. Da können wir mehr Zeug reinlegen, logischerweise. Aha. Aber wo ist jetzt das Krankenhaus? Ach, Zombies, ich sehe nur Zombies, ich sehe nur Zombies. Ich will keine Zombies. Hat er mich gesehen? Natürlich hat er mich gesehen. Ach, ich krieg die Krise. Aber der andere Typi ist jetzt weg. Ist das das Krankenhaus? Ich glaube, das ist das Krankenhaus. Bin mir nicht sicher. Rüber hier, zack. Mit einer Gangsterrolle hier rüber gejumpt. Ist nicht das Krankenhaus. Verdammt. Ist das scheiß Krankenhaus. Schiller muss ich auch unbedingt das Bein brechen. Oh, ist doch das. Na, hau auf zu schießen, Junge, ehrlich. Aus dem
ein Schussfeld kommen, muss ich irgendwie lang. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ins Krankenhaus und dann die Sachen holen für Chiller und dann hoffen, dass er, der andere Typ, der uns irgendwie verfolgt, uns nicht kriegt. Aber so gibt nicht eigentlich hinter der Mauer gut geschützt, es sei denn, er steht irgendwo auf dem Dach. Komme ich hier rein? Das wäre ideal. Einmal auszuspannen. Jawohl. Tür öffnen. Tür schließen. Sehr gut. Sehr gut. Schauen, dass wir hier erstmal ein bisschen in Sicherheit sind. Sag mir bitte, du bist nicht gestorben. Nee. Aber er läuft mir hinterher scheinbar. Ich bin jetzt hier in der Halle gerannt. In der Hoffnung. Okay. Oh, scheiße. Ich nehme einfach mit der Axt. Ja, er hat eine Waffe, also ich muss ja erstmal in seine Nähe kommen, ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber ich hoffe, ich bin hier jetzt ein bisschen in Sicherheit erstmal. Einmal Inventar checken. Ich habe übrigens einen Rucksack gefunden, größeren. Nice! Oh Mann, das wird echt schwierig mit deinem scheiß Krankenhaus. Da sterbe ich doch 100 pro. Wenn ich es da mal gefunden habe. Da ist es, glaube ich. Die sind übrigens, ich bin laufe gerade an den geilsten Stelle der Stadt rum, wo es das geilste Zeug gibt. Und gibt's da geiles Zeug? An diesen Häusern da noch. Ja, ich müsste da rein und das ist ziemlich abfuck. Ich will jetzt einfach nur ins Krankenhaus und dann zu dir, weißt du? Oh, er schießt schon wieder, ey. Schießt andauernd einer, wo ist der? Ich glaube, ich bin schon im Krankenhaus vorbei. Mann, wo ist das scheiß Krankenhaus? Ist es das? Ja, ich hab's! Sag mir bitte, dass da Morphium und Blutkonserven drin sind. Ich muss da erstmal rein. Ich weiß, wo es ist. Ich muss erstmal rein und mich wieder geschossen nebenbei. Ungut. Bitte lass mich da mit der Axt reinkommen. Bitte lass mich da mit der Axt reinkommen. Bitte lass mich da mit der Axt reinkommen. Ja. Ja. Geht's? Es klärt, aber irgendwie geht die Scheibe nicht auf. Ich brauch was zum Werfen. Kannst du nicht irgendwie was essen und dann... Hast du dann nicht wieder so ein Lebensding? Jetzt. Jetzt. Ich bin drin. Nice. Morphium, 2 Stück. Nice. Blutkonserven, 5 Stück. Nice. Morphium, nochmal 5 Stück. Nice. Verbandszeug, 10 Stück. Schmerzmittel. Alter, wie viel ist da drin? Was haben wir hier? Blutkonserve, nochmal Blutkonserve. Antibiotika, hast du, ne? Mhm. Egal, wenn sie jetzt ausgerüstet. Ich hau jetzt einfach ab. Hab mitgenommen, was geht, und hau jetzt einfach ab und lauf außen rum zu dir. Ich bete zu Gott, dass du überlebst. Ohne Zwischenstopp, jetzt irgendwie einfach nur zu dir. Ich hoffe, der andere Typ hat das nicht mitgekriegt. Huhu! Ich habe jetzt auch einfach alles mitgestopft, nicht irgendwie sortiert in den Rucksack. Normalerweise packt man das, was man nicht sofort braucht. Zum Beispiel, wenn man 5 Blutkonserven hat, weißt du, dann brauchst du 4, steckst du 4 in den Rucksack einfach, weißt du, spart einfach Platz. Ja. Das habe ich jetzt. Alter, auf mich wird schon wieder geschossen. Lauf bitte. Mach irgendwas, Tim. Der kriegt mich nicht, keine Sorge, der kriegt mich nicht. Ich bin hier zu so viel im Busch. Jetzt laufe ich hinter der Mauer und dann. Ich weiß auch nicht, ob er direkt auf mich schießt. Kann natürlich auch sein, dass er auf was anderes schießt, aber das will ich nicht rausfinden. Nee, will ich auch nicht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Morphium mitnehmen sollen. Na, ist egal jetzt. Krieg mal irgendwo hin, wo wir geschützt sind. Okay. Wo ich dir dann gleich dein Zeug anlegen kann und so, weißt du? Nice.
Eine Lagerhalle wäre jetzt was Gutes, ne? Nee, einfach ein Wald irgendwo rein. Ein Wald? Ja, irgendwie Wald. Wie würdest du mich dann da finden? Ja, ich finde dich schon. Geh einfach. Also ich bin jetzt eine Stadt vor Tschernow. Okay. Wie komme ich da hin? Muss ich erstmal kurz. Also großartig werde ich da auch nicht rauskriechen können, das dauert zu lang. Derzeit bist du schon längst hier. Ja. Also wir könnten uns in der Lagerhalle treffen. Ich könnte da die ganzen Zombies kaputt machen. Open Bag. Ja, dann machen wir es. Machen wir es halt so. Und was haben die Zombies für eine Spawnzeit? Weißt du das? Länge, lange. Okay. Thies wurde getötet. Fast eine Überraschung. Ich bin jetzt definitiv schon raus aus Xeno, also die Sachen habe ich erstmal sicher. Ja, wir können ja gleich nochmal nach Xeno. Ah, die Folge ist schon vorbei, eigentlich schon zwei. Ich werde die dann irgendwie teilen, kriegen wir schon hin. Ja. Bis dann. Bis dann.